Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Cyber Sleuth. PC benutzen, ja. Das letzte Mal haben wir ja der Nokia geholfen, dass der Agumon und der Gabumon digitieren können durch die Kraft der Liebe und durch, dass das Digimon sind. Speicher ab, yeah! Hacker-Lehrling. Kriegen wir jetzt irgendwas? Passiert was? An der Attacke gibt es wohl aktuell keine allzu dringenden Fälle. Vielleicht sollte ich Mirai fragen, was los ist. Erzähl doch keine Scheiße! Jedes Mal, wenn du das sagst, du dämlicher Penner, Alter, dann. Entschuldigung. Du dämlicher Penner! Ich mach trotzdem weiter, ne? Dann heißt es wieder, frag doch mal Mirai. Bei der war noch nie irgendwas. Verdammt nochmal. War der wichtigste. Speicher ab! Jetzt gehen wir trotzdem mal einfach hin. Es ist nichts, aber wir gehen trotzdem mal hin. What? Warum zur Hölle seid ihr hier? Nicht da, Hihi, du hast wohl nicht damit gerechnet, uns hier zu treffen. Ist nicht falsch, das Studio macht sich dank dir richtig gut oder hat sich richtig gut gemacht. So gut, dass ich total begeistert war und etwas den Überblick verloren habe. Und, ist ja den ganzen Bereich mit dem Studio drüber gelegt und dann in winzige Stücke gehauen. Puh, tut mir leid, große Schwester. Keine Sorge, Blasch, es ist wie es ist. Das Studio steht also erstmal hinten an, bis wir uns alle beruhigt haben. Wir sind als Kowloon herumgezogen und haben dort Mirai getroffen. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt schmarotzen wir eine Weile hier. Es stellt sich heraus, dass du auch Mirai kennst und öfters herkommst. Es wäre aber langweilig, jetzt nur herumzusitzen, also wollten wir dir für deine Hilfe danken, indem wir dir helfen. Wenn du Fragen zu Digimon oder Digimon kämpfen hast, dann frag uns einfach. Besondere Digitation? Manche Digimon können unter bestimmten Bedingungen auf besondere Weise digitieren, beispielsweise die bestimmten Stufen oder Status. Diese fallen in vier Hauptkategorien: Armor-Digitation, Spirit-Digitation, DNA-Digitation und Modulwechsel. Armor- und Spirit-Digitation werden mit besonderen Items herbeigeführt, und bei DNA-Digitation verschmelzen zwei Digimon-Typen zu einem stärkeren. Aber aus der D-Digitation eines solchen Digimons erhältst du nur eins: Peldramon, D-Digitiert zu Exvemon oder Stingmon, aber nicht beide. Hey, voller Beschiss. Wenn du ein Peldramon mit hohen Fähigkeiten willst, solltest du vielleicht erst die Fähigkeiten von Exvemon und Stingmon etwas erhöhen. Der Moduswechsel schließlich ändert, wie ein Digimon kämpft, also sein Status und Spezialmoves. Die Stufe bleibt aber. So fühlst du dich jetzt schlauer, während immer du Fragen hast, kannst du mit Sister und Schwestern reden. Eine Liebespredigerin. Alles klar. Was wollte ich machen? Irgendwas mit der Farm. Farmerweiterung. Abgeschlossen, Rang 4. Ich hab noch eins. Ich hab gar keine Ahnung, ob ich das aufheben sollte für Rang Maximum. Ah, okay, es gibt sogar Maximum. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Da passen trotzdem noch 10 rein, ne? Birdramon. Exvemon ist auf 17, Shoutmon auf 22, aber der ist schon auf Maximum, ne? Aber den kann man sowieso erst auf 60 hochziehen. Das heißt, wir müssen dann dedigitieren. Müssen dann wieder aufleveln lassen. Na gut. Das mit der Mirai war natürlich wieder gelogen, wie jedes fucking Mal, Alter. Wie jedes Scheißmal. Verdammte Scheißlügner, ey. Ich vermute mal, ich muss jetzt wieder die Ding finden. Wie heißt sie? Yuko. Ich könnte natürlich auch eins von den anderen Quests machen. Shibuya. Das ist nix. Oh, warte, ist das nicht die, wo weggelaufen ist? Um Schlauchtops anzusehen. Ach, und Unterwäsche. Leggings wären auch toll, aber Hotpants noch besser. Solltest du auf der Straße jemandem erzählen, dass du Bock gerade hast, Unterwäsche und Hotpants und so anzuziehen? Hey, kenne ich euch nicht? Ah, das sind noch. Ich will ein neues Sticky-Weiß im Geburtstag. Schau, wenn mir etwas gibt. Ja, ich hätte nach Akihabara gehen sollen. Wo gibt es Shibuya denn einen Elektronikladen? Verdammt, da geht's gar nicht hin, da. War denn in der Innenstation in der Nähe Geister sehen? Karte.
Shinchoku. Das ist halt die Frage, ob es in der Digi-Welt war. In der Digi-Welt, sag ich schon. In dem weitergeht. Ich find's schade, dass die. Dass sie die Digi-Spiele, also die Digimon-Spiele eher immer low-budget sind, also. Es hört sich zwar fies an, aber halt billig sind. Mir wäre da, denke ich mal, ein bisschen eins als lieber, das was vielleicht ein bisschen mehr drin steckt. Scheiße, kann ich hier nicht auf die Karte? Ja, fuck. Vielleicht auch, wo man die Digi-Welt erkundet oder sowas. Ich meine, da gibt es ja welche, aber mir gefällt das Kampfsystem von dem hier, gefällt mir echt gut. Es wird wahrscheinlich wirklich in der Digi-Welt weitergehen. Vielleicht muss ich so Saxon. Ja, und hier ist es eigentlich Schwachsinn, dass ich auf die Spezialstation kann. Achso, jetzt dachte ich, es ist was passiert. Ja, yep, dachte ich mir schon. Kann ich da rein? Yep. Eigentlich könnte man gleich in die Digi-Welt nach Eden. Was ist jetzt los? Wer will denn jetzt schon wieder was wissen? Ermittlungsbefehl auf Farm. Ein Fall Fälle gefunden. Nakano. Ja, ich hätte gleich da schauen können, weil irgendwie geht immer alles hier aus. Da ist niemand, da ist auch so niemand. Nope. Ne, da geht's glaube ich hinter den Stock, ne? Da gehen wir schon mal da hoch. Das sind die Karten. Da können wir oben auch bei dem Fuzzi unsere Karten abgeben. Unsere Buttons oder was war das? Hier ist auch nix. Na verdammt, ich muss halt echt wieder nach oben. Endlich verdammt nach Eden. Ich bin gut. Ah, Keske, hallo. Es ist so, ich hab da was auf dem Herzen. Ich komm nicht allein damit zurecht, das ist ein ziemlich kniffliges Problem. Kann man bei Hoodie einen Fall einer bestimmten Person geben? Ich möchte wirklich gerne, dass du mir hilfst. Prima, ich schick dir den Fall, bitte sieh ihn dir an, wenn du Zeit hast. Alles klar, hab ich's drauf oder hab ich's drauf? Ja, sicher hab ich's drauf. 8300 Yen. 50 Medaillen, SP-Kapsel. Ja, Schnauze, ich muss hier wieder runter. Ah, ich könnte auch einen Fahrstuhl nehmen, aber. Laufen ist gesund. Gut, es wird jetzt ein Videospiel nicht wirklich gebraucht, aber. Ich muss aber bis jetzt zugeben, mir hat das erste besser gefallen. Ibugoro. Das erste war aber glaube ich auch ein bisschen spannender, weil es mehr um diese digitalen Wellen ging und alles. Hier ist halt wirklich viel nur Fälle annehmen und weiter geht's. Man trifft nach und nach die anderen Charaktere. Aber näher mal schauen. Erteile Spreadwings eine Lektion. Ihnen können wir es riskieren, Saxon zu verärgern? Zeigt es Ihnen. Ein Teil des Spreadwings einer Lektion. Achso, das sind ja die. Hä? Leih mir deine Freundin für einen Tag. Ich soll für einen Freund Orte prüfen. Hä? Das ist ja.
Ja, mach mal einfach. Ich habe jetzt bloß überlegt, hä, war aber nicht das eine vorher? Das ist ein Fall von you. Bestimmt der, der mir im K-Café erwähnt hat. Was meint er mit Überprüfung? Als ich ihn kontaktiert habe, hat er gesagt, er sei im Tokyo Handy. Dort fange ich an. Ist das Tokyo Handy außen? Oder ist es in Eden? Ich habe gar keine Ahnung, wo Tokyo Handy ist. Ich habe was Kleines geschickt. Scheiße, was ist das Tokyo Handy? Ich habe keinen Plan, Alter. Das ist ja... Boah, fuck, Alter, weißt schon, mir ist klar, es ist immer schlimm, dass es keine Angaben gibt, wo man denn hin muss, aber... Aber doch nicht so. Hey, geh da hin. Ja, wohin? Hm. Find selbst raus. Okay, ich sehe schon, das Tokyo Handy scheint ein Ding zu sein. Da steht er nicht irgendwo, oder? Nee. Oder hier? Als ob ich den ganzen Scheiß, der gerade sowieso abgegangen wäre, verdammt nochmal. Drüben ist aber auch, ne? Ja? Wir laufen gerade wirklich 12 Minuten blöd durch die Gegend. Weil wir nicht wissen, wo wir hin müssen und... Ich wahrscheinlich auch nicht hier hin muss. Verdammt. Damn it, you, damn it. So, Karte. Ikebukuro. Schauen wir mal schnell nach Eden. Halt, nein, warte mal. Vielleicht gehen wir da ganz vorher schon mal. Ah. Was, gleich ums Eck wirst du mich verarschen? Kannst du mir das jetzt sagen? Hallo, danke, dass du meinen Fall übernimmst. Also, wegen des Falls, offen gesagt. Ich wollte nur Zeit mit dir verbringen. Hä? Dass du mit mir ein paar gute Orte für ein Date besuchst? Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts Übles im Sinn. Ein Freund hat mich gebeten, Orte für ein Date für ihn zu überprüfen, die er mit seiner Freundin besuchen kann. Erst habe ich ihm abgesagt, weil mir die Sache peinlich war, aber er hat darauf bestanden. Also bitte, wenn auch nur um meinem Freund zu helfen, bitte komm mit mir. Sieht das die richtige Wahl bin? Wäre es nicht besser, ein Mädchen zu fragen? Ein Mädchen? Wovon redest du? Ich kann doch kein Mädchen einladen, ich kenne doch nicht mal welche. Also kommst du mit mir, ne? Danke, ich wusste doch, dass ich auf dich verlasse. Also gehen wir zu dem ersten Ort ins Aquarium. Ja, das ist jetzt wohl nichts Besonderes. Oh, sieh nur, ein Schwarm kleiner Fische schwimmt in unsere Richtung. Oh, tut mir leid, ich war ewig nicht mehr im Aquarium. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss diesen Ort überprüfen. Fangen wir an. Kannst du die Freundin spielen? Ich werde der Freund sein. Was? Bist du behindert? Wenn wir nicht in Stimmung sorgen, wie sollen wir dann überprüfen, ob sich dieser Ort für ein Date eignet oder nicht? Das Mädchen zu spielen, das übernimmst du. Irgendwie... Das escalates quickly. Okay, legen wir los. Richtige Einstellung, du wirst das prima machen. Okay, die Rollen werden verteilt, dann mal los. Du wolltest doch hierher kommen, nicht wahr? Wow, das hast du dir gemerkt? Wie süß. Natürlich, sowas würde ich doch nie vergessen. Ein Clownfisch, ist der nicht süß? Aber nicht so süß wie... Oh, was zur Hölle? Ah, da drüben läuft eine Pinguin-Show. Gehen wir.
Im Aquarium darf man nicht rennen, Ju. Nein. Wow, das hat Spaß gemacht. Und du bist ein Naturtalent. Ich hätte fast vergessen, dass du kein Mädchen bist. Jetzt gehen wir in einen Vergnügungspark und fahren mit dem Riesenrad. Der nächste Vergnügungspark ist. Ach ja, das Riesenrad dort wird gerade repariert. Bis zum nächsten bräuchten wir eine halbe Stunde. Was sollen wir tun? Nerven mich schon wieder rum. Ich hab schon wieder mein Ding angelassen. Nee, gibt es einen geeigneten Ort? Nichts wie hier. Muss halt dort ein Riesenrad geben. Ich bringe ihn nach Ebene 1 in Unterkolun. Ist Unterkolun nicht eigentlich böse? Ich gehe gleich von da aus rein. Brauche ich nicht extra reinlatschen. Sind mehrere Riesenräder. Keski, ist das das Riesenrad? Wie soll mir damit fahren? Sieht nicht daraus, als ob die Türen offen wären und es hält nichts an. Wir können nicht einsteigen. Egal, wir können uns ja ansehen und uns vorstellen, dass wir damit fahren. Du wolltest auch hierher kommen abends. Nachts ist es hier so schön, Ju. Oh, nicht schaukeln, wir sind doch sehr hoch oben. Hast du Höhenangst? Nein, aber zu schaukeln könnte gefährlich sein. Außerdem, wenn ich näher an dich heranrutschen würde, könnte ich vielleicht nicht an dich halten. Käse, können wir Händchen halten, nur bis wir unten ankommen. Was? Ist das dein Ernst? Ha. du so in deiner Rolle. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit gehen würdest. Ich habe solche Szenen im Fernsehen gesehen. Ich wollte dich nur noch raufziehen. Hey, ihr Turteltäubchen. In der Öffentlichkeit nehmen wir kein Zimmer. Wollt ihr, dass ich mich schlecht fühle, weil ich Single bin? Was? Natürlich nicht. Hä, mich legst du nicht rein, Kleine. Jetzt habt ihr mich wütend gemacht, verschwindet. Keske, wenn ihr nicht hören wollt, dann muss ich euch beide machen. Oh! Was geht mit euch ab hier? Wolfskralle. Oh, der hält doch ganz schön was aus. Kometenhammer 3. Aua. Ah ja, ich habe Tokémon dabei. Sichelblatt. Dumm Kinnhaken. Aua. Wechsel. Mega Kaputerimon gegen. Wollen wir mal sein Lupumon raus? Machen wir mit seinem Lupumon weiter. Aura. Hey du Arsch! Was soll der Scheiß? Klebrige Klinge. 3 bis 5 physische Angriffe von unserem Dummschlag gegen einen Gegner. Zerstörung. 10% Chance auf Sofort-Tod. Oh wow. Großer Fels 3. Meereswelle. Oh, das trifft alle, oder? Oh, okay, das war jetzt nicht so schlimm. Sichelblatt. Kann jetzt Hauen und Ellen wegmachen. Wenigstens einer muss mal drauf gehen. Dumm Kinnhaken. Du bist so dumm. Dürfte eigentlich auch reichen. Hä? Klebrige Klingeln. Kurai! Oh, okay, das hat reingezogen. Gewaltiges Erdbeben. Autsch. Ach, dass der immer daneben haut. Ich meine, das hat eine 95%ige Chance zu treffen. Oh ja. Oh.
klebrige Klinge, so. Ja, geht eigentlich. Da, ich verstehe sowas nicht. 85%ige verdammt nochmal Trefferchance und dann trifft er nicht. Das ist wie wenn ein Typ vor dir steht, Alter, und du ihn mit einem kleinen Stein bewerfen willst. Und dann halt wirklich daneben wirfst. Oh nein, noch besser, wenn du mit einer Knarre auf jemanden ziehst, der direkt vor dir steht und ihm die Knarre an irgendwo hinhältst, Alter, und dann trotzdem daneben schießt, was eigentlich unmöglich ist. Stopp nochmal. So, jetzt killen wir endlich. So. Scheiß Nervensäge, ey. Und der eine, und dass er ein Du für ein Mädchen hält, ist sowieso. Ich hoffe, jetzt checkt er endlich, dass das Bullshit ist. Jetzt stirb doch endlich mal, du hältst zu viel aus, Alter. Gewaltiges Erdbeben 2. Da frage ich mich, ob der jetzt langsam vielleicht die Energie bei ihm flöten geht. So, box ihn da weg. Boah, bloß 1000, Alter, für das, dass wir so lange gekämpft haben? Voll enttäuschend. Ich hoffe, ihr beiden werdet sehr glücklich miteinander. Was? Als hättest du mir aus der Patsche geholfen. Danke, dass du mich beschützt hast, Keske. Aber ich bin heute der Junge, das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen. Hättest du das nicht mir überlassen können? Wobei, ist ziemlich cool, weil es ist nur schade, dass das alles ist. Achso, jetzt gehen wir zum nächsten Ort. Das ist der letzte, es ist ein Klassiker. Ach, geht's wirklich weiter. Wow, dieses Café ist ausgezeichnet. In dem Café macht man doch so ein Rollenspiel, dann bist du behindert. Ich weiß, es ist für uns normal, aber ein Café ist ein klassischer Ort für ein Deck. Hat er dir nicht gefallen, oder? Nichts ausgemacht, das ist gut. Zwei Typen, die gemeinsam typische Orte für ein Deck besuchen, das waren manche Leute ziemlich peinlich. Ja. Wie unangenehm es dir auch war, du hast trotzdem mitgemacht. Hast du noch, als ich als Kind unbedingt den Geisterhaus besuchen wollte? Wir sind in einen Vergnügungspark gegangen, den kleinen, der ziemlich weit weg ist. Ich kann Geisterhäuser nur aus der Fernsehen. Obwohl ich unbedingt hinein wollte, hatte ich zu große Angst, allein zu gehen. Ich habe dich gezwungen, mitzukommen. Du hast geweint und laut protestiert, weil du nicht hin wolltest, aber ich habe nicht aufgegeben. Am Ende hast du gesagt, du würdest dein Bestes tun. Als es dann tatsächlich Zeit war zu gehen, war ich es, der geweint hat. Du hast mich getröstet. Weißt du noch, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Wahrscheinlich war es gestern. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich will dich auf ein Stück Kuchen einladen. Zum Dank für deine Hilfe. Heute losgehen wir. Ihr seid in einem Café, warum gehen? Hier ist es gut, danke für heute. Ich habe die Orte für ein Date überprüft und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit Zeit mit dir verbracht. Es hat mir Spaß gemacht. Übrigens, welche von den Orten, die wir heute besucht haben, hat dir am besten gefallen? Dieser Kerl war verrückt, das Riesenrad. Ha, das werde ich mir merken. Bis dann. Es ist lange her, dass ich mich an einem Tag so gut erholt habe. Seit habe ich viel um die Ohren. Du musst gewusst haben, dass ich es brauche. Nun, ich sollte lieber zu Woody zurückkehren. Hm? Hat er eigentlich überhaupt Freunde außer mir? Genau, das dachte ich mir eben auch. Vor allem, warum sollte jemand ihm sagen, er soll das fürs Date überprüfen, wenn die eh dahin will? Okay, ich hätte das Trinken jetzt eigentlich auch bis nach der Folge verschieben können, verdammt. Kurz nicht nachgedacht. So, aber an der Stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Digimon Story Cyber Sleuths. Macht's gut und Servus.